Also jetzt kann ich es euch ja sagen, ich bin natürlich unter die religiösen YouTuber gegangen und habe mir gedacht, so, ich muss mal ein entsprechendes religiöses Symbol hier nach oben schießen, auf das es die gesamte Körbenheit mit dem Glanze überstrahlt. Nein, das hier, darf ich vorstellen, das ist der Körper oder sagen wir mal das zentrale Hub unseres neuen Flagships. Es ist etwas größer geworden, als ich dachte. Hier oben ist der Undockport für unser, wie soll man sagen, für unser für unser Hauptmodul oder für unser Steuermodul. Es hat gekriegt hier RCS-Tanks und natürlich RCS-Düsen. Es hat gekriegt Batterie, eine dicke, fette Batterie und ein paar Reaction-Wheels hier an den Seiten. Da unten nicht, da war kein Platz. Ist das etwas unausgewogen, aber ich hoffe, es reicht, um das Ding rudimentär irgendwie zu bewegen. Was habe ich noch dran? Ich habe natürlich, also die RCS-Düsen sind da und da und da unten sind auch welche und da oben sind auch welche. Ich habe hier an den Seiten zwei Docking-Ports, wo ich noch nicht weiß, was ich daran mache. Ich habe hier Docking-Ports. Da kommen später, Moment, ich zeig's mal, da kommen später diese riesen Klopse dran hier. Moment. Also natürlich mit einem Undock-Modul, aber jetzt haben sie noch keins. Also die kommen dann da dran. Insgesamt viele an der Zahl. Und dann haben wir da insgesamt, warte mal, 4, 8 und hier oben können auch noch welche ran. Das sind 9, 10. Also 10 von diesen riesen Bubblen kommen da ran. Die wiegen ja auch gar nichts außer 56 Tonnen. Die kommen da dran, die werden natürlich gesondert nach oben geballert. Das heißt, die werden den Treibstoff beinhalten. Und hier unten ist ein riesiger Andockschürze, die wird das Antriebsmodul enthalten. Wenn ihr ungefähr versteht, was ich meine. Die werden natürlich alle später hochgeballert. Jetzt muss ich erstmal dieses Ding nach oben ballern. Es hat auch eine Steuereinheit, es hat eine Antenne, es hat, ich glaube, es hat alles. Lass mal überlegen. Steuereinheit, Antenne, es hat Energie, es hat ein paar Solarzellen, aber den Hauptteil der Solarzellen wird an das Antriebsmodul angeflanscht. Oder vielleicht hier dran, das weiß ich noch nicht. Was ich hier an diese Seitenarme mache, vielleicht packe ich da einen Laderaum ran oder vielleicht kommt da das Solarmodul ran, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, das hier sind nur ein paar rudimentäre Solarzellen, damit das Ding halt ein Selbstversorger ist. Wir haben ansonsten alles, ne? Jetzt müssen wir das Ding nur noch nach oben juckeln. Ich probiere mal ganz kurz aus, ob das Ding in sich stabil ist. Ich weiß nicht, wie stabil diese Gerüste hier sind. Das Ding ist übrigens komplett aus Gerüsten gebaut. Also, das ist kein Tank, das sind keine Tanks hier. Wie man sieht, die sind wirklich hohl. Das ist nichts weiter als eine leere Hülle. Ist für seine Größe auch relativ leicht. Relativ 40 Tonnen. Wenn man mal sich überlegt, eine von diesen Kugeln hier ist schon 10 Tonnen schwerer. Also, ist ein relativ leichtes Konstrukt. Ich probiere mal kurz, ob das steht. Wird bestimmt lustig. Augen zu. War ist okay, steht. Ja, so, ist schon mal in Ordnung, ja. Wie gesagt, wir haben ja der neueste Patch von KSP2 hat ja einiges verbessert. Und unter anderem scheinbar auch die Stabilität beim Bauen. Das Bauen ging relativ gut vonstatten, hat Spaß gemacht und es gab keine Bugs, das ist das Wichtigste. So, jetzt kommt allerdings das Schwierigste, nämlich wie kriege ich dieses Ding nach oben? Ich habe keine Ahnung. Ich würde fast sagen, wir bauen hier sowas dran und zwar an den Seiten. Sagen wir mal so, ja? Und dann kommt da, oh Gott, die dicken Ports dran. Also die dicken Engines dran. Wir müssen das ja nur in Orbit kriegen. Mehr muss das ja nicht. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Ich meine, wir könnten hier auch natürlich auch Undock-Ports dran setzen. Also wir könnten es etwas. Warte mal, wir könnten es etwas schöner machen. Und zwar, dass es wirklich stabil fliegt. Ich fliege ein Gerüst in den. Bra. Das daran flansche ist vielleicht etwas groß, ne? Vielleicht das Ding hier. So. Wenn ich das daran flansche. Warte mal, dann ist, wenn es absprengt, ist was frei? Ich glaube, so muss ich es anschauen. Ich glaube, der Pfeil zeigt dahin, was frei ist. Wir werden das mal ganz kurz ausprobieren. Ganz kurz ausprobieren, ob der Pfeil dann in die richtige Richtung zeigt, weil der Undockport muss ja. What?
Jetzt steht schon. Ich spreng mal kurz ab. Nein! Das Ding ist weg. Okay, es funktioniert. Es funktioniert aber. Ist gut, du brauchst jetzt nicht starten. Du brauchst jetzt nicht starten. Es ist genauso, wie es sein soll. Die Kamera stimmte schon wieder nicht. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Confirm Revert. Ja, so ungefähr wird das aussehen, nur ein bisschen gruseliger. So, das ist also genau richtig, was ich da gebaut habe. So, das heißt, jetzt bauen wir das zweifach symmetrisch, ja? Sehe ich das richtig? So, also... Keine Ahnung, warum man das nicht hinkriegt, dann ist mir egal, dann mache ich das halt so. So, jetzt ist die Frage, jetzt brauche ich natürlich eine Struktur. Gehen Sie mit der Struktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Wo ist denn die Struktur? Wir bauen einen Hub. Wir bauen einen Hub. Ja, sowas brauchen wir. Und zwar, glaube ich, sowas hier. Jo, sieht gut aus. So, das, da drunter bauen wir jetzt die Rocket. Wenn ihr versteht, was ich meine, ja. That'll be a lot of fun. Especially... For, nee, that's too big. That's nice. That's nice. And that's nice too. Ich frage mich, ob wir da noch eine drunter juckeln. Wir müssen natürlich zwei von der Sorte. So, pass auf. Jetzt kommen da drunter. Wo ist die ganz fette Engine? This one. No. This one. Jo, sieht gut aus. So. Wir werden natürlich da unten gleich, wir werden gucken, was das so gibt. Wir werden das gleich kopieren und auf der anderen Seite auch dranhauen, ne? Das wird auf jeden Fall klappen. So, der hat angeblich jetzt schon 3000 Meter die Sekunde, bezweifle ich. Hat er denn, der hat sogar ein Thrust-Weight-Ratio, das halte ich für ein Gerücht, oder? Egal, wir werden sehen. Brauchen wir da oben Lenkung drinne? Bin mir nicht sicher. Vielleicht brauchen wir auf jeden Fall sowas hier, ne? So eine Nose Cone da. Wir können ja ein bisschen Lenkung unterbringen. So, und jetzt können wir da eine Nose Cone unterbringen. Uns ist ja nichts zu teuer. So. Ganz toll. Super. Echt? So? Sollen wir das so machen? Ja, ja, das wird schon gehen. Vielleicht jetzt noch, wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, wir wollen das ja auch irgendwie in den Orbit fliegen. Das wird so toll. Ich überlege gerade. Ja, ja, ja. Sicher ist sicher. Lass mich raten, wenn ich das jetzt... Ah, das geht jetzt komischerweise, ne? Naja, das geht. Okay, machen wir das da dran und dann setzen wir da noch ein paar Booster zumindest. So, ja, ja, ja. Was sind das für... Ne, das war ein bisschen... Ja, schon besser. Und was ist noch eine Nummer größer? Ist das okay? Hör auf damit. Wo bin ich da? Ist das okay oder ist das... Nee, das ist ein bisschen heftig gedacht, oder? Ist das zu heftig gedacht? Ja, das ist ein bisschen zu heftig gedacht. Komm. Das ist ja genau dieselbe Größe wie diese Teile. Wollen wir die nicht etwas kleiner machen? Komm, ein bisschen kleiner. Du musst ja nicht immer maximal bauen, Freundchen. Aber das ist schon... Er baut doch wieder maximal. So. Ja, ja, ganz toll, wie du das machst. So, jetzt bauen wir da die Mainsails drunter. Na. Und dann müsste das sitzen. So, dann obendrauf noch ein bisschen, hier, wie heißt das Ding? Eine Nose Cone.
Und das haben wir dann. Und dann machen wir, das ist vielleicht das Wichtigste, damit er das gebacken kriegt. Dann nehmen wir mal hier. Wir verlangen jetzt der Engine aber auch wirklich alles ab. Also wir testen den Patch wieder auf Herz und Nieren. So. Ich würde sagen, so können wir das machen, oder? Lass mal gucken. Jetzt bauen wir mal kurz das Staging. Wobei, jetzt nehmen wir das hier ab. Jetzt nehmen wir das hier ab. Na, noch nicht. Wir verstrutten noch ein bisschen. Wir verstrutten noch ein bisschen, bevor wir das kopieren. Und zwar so und so. Und sicher ist sicher auch so und so. Und warte mal, wo habe ich das Ding rangestrattet? So und so. Und vielleicht sicherheitshalber noch in der. Obwohl, das müsste eigentlich reichen. Das müsste eigentlich halten. Ja, oder? Er ist da. Ach nee, warte mal. Eine Sache müssen wir natürlich noch machen. Und zwar müssen wir das Haupttriebwerk da noch dran stratten, sonst wobbelt es da an seinem Andockring rum, als gäbe es keinen Morgen. Nee, das nun nicht. Das nehmen wir mal erstmal in den Müll. So, das machen wir mal manuell. Also manuell heißt ohne. So. Ohne Struts. Oh, jetzt hat er das wieder. Unter 1. Sieht nicht schön aus, aber muss sitzen. So, da dran. Und jetzt vielleicht noch, um ganz sicher zu sein, hier dran. Ja, also um sicher zu gehen, dass uns die Kiste nicht auseinanderfällt. Ungefähr da müsste das sein, ne? Ja. So, wir haben das dran, wir haben das dran, wir haben das dran. So, jetzt ist die Frage, ob das gut ist, was ich da gerade gemacht habe. Ich nehme das jetzt mal ab hier. So. Nein, nein. Hör auf, wo ist es hin? Da. Warte. So. Jetzt, was jetzt nicht stimmt, sind die ganzen Struts hier. Die können wir gleich wieder abrupfen. Ja, das ist natürlich extrem blöd, was hier. So, jetzt muss ich die Struts, also die an der Rakete sind okay. Ne, die sind auch nicht okay. Okay, die Struts müssen wir alle nochmal abrupfen. Also zumindest die an dem. Die sind hier überhaupt komplett falsch. Ich rupfe die Struts nochmal ab, ja. Ich darf mal kurz. Das stimmt irgendwas nicht. Die stimmen, aber die. Warte mal, die stimmen, die stimmen. Die hier stimmen aber nicht. Das muss ich manuell machen. Da ist er noch ein bisschen. Ja, jetzt geht er daran. Okay, die müssen wir auch nochmal wegwerfen. Okay, wir müssen die ganzen Struts nochmal. Es tut mir leid. Aber die Struts hat er vergeigt. Das können wir nicht zulassen. Ich muss die alle nochmal abnehmen. Ich muss die mal wirklich manuell setzen. Und vor allem die Fuel Lines auch. Die hat er auch vergeigt. So, er setzt es jedes Mal. Setzt er die Kamera zurück. Ich hasse ihn. So. Hat er alle. Nein! Hat er alle verbaselt. So, lass mich raten, er geht wieder nach oben, ja. Die hat er auch versaubeutelt. Weil er die alle versucht, irgendwie sonst wo hinzusetzen. Hier, ihr seht es, ne? Also da, liebes Entwicklerteam, bei den Struts, also bei dem Symmetrie-Modi, sind noch einige Sachen, die sind noch nicht ganz so da, wo sie sein sollen. So.
Haben wir das jetzt schöner? Da ist noch einer. Jetzt haben wir sie weg, glaube ich, oder? Da ist auch noch einer. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, eine Fuel Line. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Da ist noch was. Manometer. Was blubbt denn da die ganze Zeit so? Ich hab's gleich hab ich's. Ist wie pflücken, ist wie Bohnen pflücken oder so. So, jetzt gucken wir mal da noch. Da ist alles okay, da ist auch alles okay. So, jetzt haben wir ihn wieder komplett entstruttet. Das war zwar nicht schön, aber es musste sein. Ja, das ist jetzt in Ordnung. So, jetzt nochmal auf ein neues mit den Fuel Lines. Und damit ich auf jeden Fall sicher gehe, dass hier nichts Schlimmes einbaut, machen wir die wirklich komplett alle hier. So, machen wir die wirklich komplett. So. Andere Seite auch. Manuell. Keine Sorge, den Start kriegt ihr noch zu sehen. Das Desaster kriegt ihr noch zu sehen. So, die Fuel Lines sitzen. Okay. Jetzt die Struts. Erstmal. Da ist auch noch einer, oder? Nee, das ist keiner. Alles gut. Jetzt kommen die Struts dran. Und zwar von da nach da. Und von da nach da. Selbiges auf der Seite hier. Da nach da. Und da nach da. So, Fuel Lines haben wir, Struts haben wir. Jetzt die Struts an den Außenboostern. Und zwar, lass gucken, von da nach da. Von, was habe ich gesagt? Da nach da. Andere Seite. Von, es muss nicht schön aussehen, es muss nur wirken, wie man so schön sagt, ne? So. So, jetzt haben wir das dran, drin, das dran. Und weil ich ein alter Schisser bin, müsste das reichen. Das müsste reichen. So, jetzt noch von dem Haupttank. Oder an den Haupttank. Und zwar von hier nach hier. Von, wie gesagt, symmetrisch ist für den Arsch. Von da. Von hier nach hier. Und von, ich verlange ihm jetzt wirklich alles ab. Und das auf der anderen Seite auch. Dann haben wir es, glaube ich, oder? Hätte ich gesagt. Wo ist das denn da? Danach. Da. So. Da sind die Struts. Hier müssen wir noch die Struts setzen. Dann haben wir es aber, glaube ich. Von Gesundheit. Da nach da. Hin und wieder niest in so ein Körbel einfach mal im in dem Dings hier. In dem Raumschiff. Das hört man dann, weil die haben natürlich ihren Funk an. Ja. Und andere Seite. Und dann müsste ich alles haben. Dann stellen wir das erstmal aufs Landepad und gucken, ob das überhaupt irgendwo hinfliegt. So. Puh. Ich würde sagen, wir haben es. Ich guck mal nach, was das Staging sagt. Wie klappt man denn das aus? So. Das Staging. Wir wollen alle auf einmal zünden. Bitte die auch. Pop. Weg damit. Pop. So, jetzt haben wir da angeblich 1000. Wenn die alle zünden. Und wenn wir die trennen, dann haben wir immer noch 2500. Das sind insgesamt 3,5. Es könnte ein bisschen enge werden. Um überhaupt in den Orbit zu kommen, behaupte ich. Wollen wir da noch Booster ranpacken? Bestimmt wollen wir da Booster ranpacken. Echt
haben wir nur 3.500 Delta V in der Kiste? Ist ja erbärmlich. Wenn ich die nicht zusammenpacke, dann haben wir. Warte mal, wie viel Dings haben wir denn jetzt? 1,5 Thrust Weight, das ist okay. Totale Masse ist witzig. Das eigentliche Gerüst wiegt nur 40 Tonnen. Die restlichen 860 Tonnen sind Rakete. Echt? Haben wir da nur 300? Ist das nur so? Ja. Mehr haben wir da nicht? Oder wie? Oder was? Es scheint so. Wollen wir erstmal gucken, ob das Ding überhaupt fliegt? Ich probier's mal aus, ja. Nur mal so aus Jux und Dollerei. Da dürfen wir. Wir dürfen jetzt hier mal testen. Wir dürfen jetzt hier mal testen. Auf was steht er? Auf den vier Düsen. Ne? Das ist ja okay. Dann kann er das ja machen. Ich will erstmal gucken, ob er überhaupt auf dem Launchpad steht. Augen zu. Diese scheiß Auto-Orbitalkamera. Revert to start. Irgendwie konnte man die Kamera wechseln. Frag mich nie, ich hab's vergessen. Er ist aus irgendeinem Grund ist er immer der Meinung, oh, wir schalten jetzt mal in den Orbitalmodus. So ist es besser. Also das Ding steht schon mal. Das ist ja schon mal gar nicht mal blöd. Wir klippen hier. Oh Gott. Das ist aber enge hier an dem Ding, ja. Ich hoffe, das funktioniert. Komm, wir machen mal einen Probestart. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir throtteln nach oben. Wir haben dies, wir haben Bums. Wir haben, würde ich mal sagen, Yippie! Oh yes? Ah, okay. Alles cool. Alles cool. So, wir richten uns schon mal ein bisschen nach rechts aus. So. Alles Roger in Kambodscha. Yay! So, schön kippen, mein Freund. Schön kippen. Ja, das fliegt ja besser als gedacht. Was natürlich daran liegt, dass diese Kiste. Sind wir? Ah, nein! Okay, wir brauchen definitiv. Moment. Return to VAB. Wir brauchen Steuerflächen. Das Ding braucht Steuerflächen noch und nöcher. So, warum hat denn der so. Ist der so abgehauen? Das sah doch so gut aus alles. So. Steuerflächen, noch und nöcher. Stabilizer. Eigentlich brauchen wir große, dicke, fette Stabilizer. Können wir das jetzt wenigstens. Wo hat er das jetzt angebracht? Hä? Moment, da stimmte was nicht. Kannst du dich jetzt mal bitte anbringen? Nee, das können wir da nicht anbringen. Das heißt, wir brauchen da wirklich. Wir müssen das auch wieder einfach machen. So. Auf der anderen Seite auch. So. So. Ja, sieht schon besser aus. Und jetzt noch ein paar kleinere Control Surfaces oder Stabilizers. So. 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 Moment. Und so. So, besser? Ja, jetzt kommen wir auch nicht mehr ganz so hoch. Das ist auch cool. So, wir sind noch etwas. Zweiter Startversuch, komm. Zack. Nein! Nun lass sie doch, der schaltet immer in die. Ich muss gleich mal gucken, wie die Belegung ist, um die Kameramodus umzuschalten. Der schaltet immer irgendeine Orbitalkamera und dann. Keine Ahnung, warum er das tut. So, 3, 2, 1. Juhu! Ja. Wir können ein bisschen runterschrotteln, glaube ich. So. Und kippen gleich aufs Meer hinaus. Aufs Meer hinaus.
Warum ist er denn so schräg? Das irritiert mich. Oh, wir sind bei 82. Hör auf damit. Halte dich. Ich muss ihn manuell steuern, weil er irgendwie selber nicht in der Lage ist dazu. Ich habe ein bisschen zu viel gekippt, glaube ich. Ja, ich habe viel zu viel gekippt, weil ich zu nervös bin. Aber wir fliegen mal. Boah, wobbel, wobbel. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich fliege gerade nur nach Augenmaß. Viel zu viel gekippt, mein Freund. Da haut er schon wieder ab. Halte dich, halte dich. Ja, ja, jetzt haben wir wieder. Jetzt hält er sich. Okay, jetzt ist wieder alles gut. Jetzt ist wieder alles gut. Aber er saugt die. Aus irgendeinem Grund saugt er die alle gleichzeitig leer. Ne? Fuel-Leitungen hin oder her, es ist ihm vollkommen egal. Da muss noch mehr, ne? Da muss noch mehr Schmackes. Er saugt die aus irgendeinem Grund gleichzeitig leer. Bitte nicht fragen, warum. So, da hältst du dich. So. Das stimmt natürlich hin und vorne nicht hier. Create a maneuver plan. Ich probiere es nur mal, ja? Eventuell. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wie weit kommen wir denn? Das wissen wir ehrlich gesagt überhaupt noch nicht. Was haben wir denn da? Das sieht alles recht merkwürdig aus. Egal, wir fliegen jetzt einfach mal so. Richtig mal aufs Manöver aus. Wer ist der Manöver? Da, der ist der Manöver. Ja, das sieht gut aus. Wir haben in 1,50, sieht auch gut aus. Es wird natürlich nicht hinhauen, weil wir nicht genug Saft haben, aber wir gucken mal. Eventuell müssen wir halt irgendwo noch ein paar Hilfsdüsen anbringen. So. Gucke gerade. Aber an und für sich sieht die Sache schon gut aus. Oder? Ja. So, ich gehe mal ein bisschen in Zeitvorlauf. Ich guck mal kurz, wie das mit dem... Die Fuel Lines, ehrlich gesagt, die finde ich so merkwürdig, dass er... Ich habe die Fuel Lines hier in das große Ding gebaut, aber er saugt trotzdem alle gleichzeitig leer. Hoppala, pausen wollte ich nicht. So, aber an und für sich funktioniert's. Mal, was passiert. Hochkriegen werden wir ihn nicht. Hier, da stimmt auch wieder was nicht in der Anzeige. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Ja, wobei, er wird jetzt sogar, glaube ich, er wird jetzt sogar, die in der Mitte sind sogar als erste leer. Was sehr faszinierend ist. Oh, wir sind im Orbit. Wir sind im Orbit. Moment. Aber in einem blöden Orbit, weil doch 82, das geht. 82 zu... Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wir sind in einem Orbit. Wollen wir das so lassen? Und das Ding einfach dahin fliegen? Komm, das machen wir. Komm. Pfeif drauf. Wir sind im Orbit. Pfeif drauf. Ich habe gesagt, das reicht nicht, aber das reicht ja. Pass auf. Dann hier nochmal abtrennen. Was? Your vehicle is out of fuel. You can no longer change. Kann ich wohl. Wenn du mal wüsstest, was ich alles kann. So, wir trennen mal hier die Dinger. Wo die hinfliegen, ist mir unklar, aber sie fliegen. Und wir trennen mal die Dinger. So, und jetzt, damit wir hier wegkommen, machen wir mit dem Ding ein bisschen das RCS an. Und geh ein bisschen Schub nach vorne. Warum geht es nicht? Hab das RCS an.
Jetzt geht's. Okay, Schub nach vorne. Bisschen weg von dem ganzen Mist hier. So. RCS aus, damit wir nicht unnötig Strom verbrauchen. Warum macht das RCS? Jetzt ist aus. So. Unser christliches Symbol fliegt ins All. Das ist alles schon mal gut. Und jetzt können wir eigentlich... Ich wollte es hier gar nicht hinbekommen. Also ich dachte, der Sprit reicht nicht. Wir haben den einfach mal... Das war jetzt viel zu viel. Ich habe jetzt einfach gebrannt und aufs Manöver vertraut. Aber das Manöver ist für einen Eimer. So, warte mal. Jetzt nehmen wir unser... Was ist das eigentlich? Welches ist das eigentlich? Ah, das ist das Richtige. Okay. So, jetzt wollen wir ein Rendezvous mit... Mit welchem? Mit dem Ding hier, ne? Mit Default Name. Das habe ich eigentlich nicht Default Name genannt, aber nennen wir es mal so, ja. Set as Target, so. Und jetzt können wir mal, sagen hier, das sieht so hässlich aus. Wir wollen ja da ein Rendezvous haben. Der holt ihn, ich hole ihn ja auf jeden Fall ein, so ist er nicht. Da hätten wir einen. Hier hätten wir zum Beispiel ein Rendezvous. Ich weiß, ich werde jetzt die ganze Zeit hier den Treibstoff von dem Ding verbraten. Von unserer Liquid Engine, aber das ist jetzt nicht so wild für ihn, glaube ich. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo denn... Naja, gut, Rendezvous kann man das nicht wirklich nennen, ne? Das ist eher so ein bisschen ein Rendezvouschen. Ein Rendezvouschen. So, zumindest sind wir jetzt so da, so. Was haben wir jetzt? 122. Da ist mir ehrlich gesagt mal der Sprit egal. So, jetzt haben wir hier irgendwie eine Überlagerung von... Was haben wir denn da? Distance from Target. Was steht da? 6 Kilometer. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir richten uns... Wann müssen wir? Wir richten uns aus auf das Dingens da. So. Wie gesagt, wir werden jetzt ein bisschen von dem Sprit verbrauchen müssen. Das ist vollkommen okay. Und wie wir das Rendezvous fliegen, das sehen wir beim nächsten Mal, sehe ich gerade. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Mein Gott, was für eine Hauruck-Aktion.